Herzlich willkommen zurück bei Anno 1800 im Ausbau unserer kleinen City. Was ist denn hier los? Ach, den fehlt ein Marktplatz. Na gut. Wenn es weiter nichts ist. So. Stimmt, hier unten wollte ich ja auch noch meinen Marktplatz hinsetzen. So. Können wir hier nochmal eine kleine Verbindung reinknüppeln. Dann sollten die ja auch alle größtenteils zufrieden sein. Feuerwehr, genau. Feuerwehr. Hier passt sie zufälligerweise super gut rein, deswegen eigentlich wollte ich da was anderes machen, aber dafür passt sie da jetzt einfach zu gut rein, als dass ich sie da nicht hinsetzen könnte. So, Feuer. Ein paar Ecken und Kanten hast du. Got it. Ah, Polizia. Sie schließen sich der gerechten Sache an. Got it. Ja, wo ist die nächste Polizeistation? Ach, da oben. Das reicht? Krass. Na, okay. Gut. Ich will mich nicht beschweren. Handwerker, Krankenhaus. Haben wir da eins, haben wir zwei. Und hier unten müsste dann irgendwo auch nochmal eins hin. Wenn ich es hier hinsetze. Hier ist gut. Ja. Wir können quasi die außen. Die seekrank geworden sind, können direkt mal hier zum Arzt und sich durchchecken lassen, ob alles in Ordnung ist. Aber was fehlt euch? Oh, Marktplatz. Oh, Leute. Ihr seid aber auch anspruchsvoll, du. So. Wird hier erstmal fleißig asphaltiert. So. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Oh nein. Kann denn niemand helfen? Da ist mir ein Fauxpas passiert. Oh nein. So. Scheiße, ich wusste es. Ich wusste, I just knew it. Naja, gut. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es so super smart funktioniert hätte. So, du musst weg. Du kommst hin. Ja, ich sau viele Steine hier, ey. Och, wirklich. Fragst du dich, ne? Wo kommen die alle her? Und woran hat es gelegen? Ja, das fragt man sich ja hinterher bekanntermaßen immer, ne? Woran es gelegen hat.
Wäre natürlich auch entspannt, wenn man hier einfach quasi so ein Upgrade und dann auf die Straße und dann upgradet er einfach alles. Das wäre entspannt. Da haben wir noch Löfeldweg Summon. So. Seid ihr jetzt glücklich hier drüben, ja? Schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sie haben uns aus der Gosse. Sie haben uns aus der Gosse geholt. Wir brauchen Wurst. Jungs, macht mal mehr Schweine, wir brauchen Wurst. Ja, so viel mehr Schweine brauchen wir gar nicht. Machen wir hier eine kleine Farm. Schönen Tag auch. Schönen Tag auch. Hallo. So. Da kommt hier vorne ein Schweinchen hin. Und hier kommen Schweinchen hin. Und hier und hier. Und ich möchte gern diese Silos nicht haben. Sehr schön. Dann haben wir jetzt mehr Schweinchen und dann können wir mehr Wurst machen. Schiff unter Beschuss. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff stand. Sehr schön. Genießen wir trotzdem das Feuerwerk. Nein, machen wir nicht. Nein. Folgendes. Schweine haben wir noch genug. Wurst haben wir nicht genug. Deswegen müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen ganzen Kappes hier mal ein bisschen ankurbeln. Ja, nee, passt schon erstmal. So ist noch besser. Klamotten fehlen theoretisch auch. Wenn wir jetzt hier mal um 5% nur. Ich habe den Nummernpad ausgemacht. Ah ja. So, 5%, zack. Sollte doch eigentlich schon reichen, ja. Wie sieht es aus mit den Storfinskis? Ja, das ist hart an der Grenze hier. Aber es läuft. So. Getreide. Achso, ja, wir holen ja von hier drüben noch viermal Getreide ran. Also müsste ich eigentlich... Ich gucke, Hoffnung. Heißt Schiff dran. Unter Beschuss. Mount Iron, genau, das war mit Milchkuchen. Müssen eigentlich zusammen gucken hier. Passt nicht. Na, ist egal, also nicht egal, aber kriegen wir hin. Wecken Sie mich, wenn es weitergeht. Aber nur hier, zack, die beiden aktivieren. Ein neuer Auftrag? Haben wir eigentlich viel Seife hier? Können wir da nochmal verkaufen? Oder? Nö, gar nicht mal. Gar nicht mal so viel Seife da. Wir können hier nochmal die Seife verkaufen. Die haben wir nämlich schon wieder vergessen gehabt. Stahlwerk, Kanoniges Rei. Nö. Kartoffeln. Nö. Getreide. Nö. Unterhaltskosten plus 50%. Nein. Nein. Sind unterwegs. Wieso filmen hier eigentlich schon wieder 30 Arbeiter? Weiß auch keiner, ne? Berufsrisiko. Achso, ja stimmt. Warte mal, die Bananen hat er doch mittlerweile hier schon mal geliefert, ne? Können wir jetzt hier mal Schokolade machen. Die Bananen können wir wieder verhökern. 1300 bitte.
hier 20 davon. Von was haben wir denn noch völlig utopisch viel und was brauchen wir garantiert nicht? Ja, mit allem hier gerade mal. Schiff unter Beschuss. Schwere Geschütze hatten wir doch noch. Aber nicht hier, gut. Zigarren. 130. Schnappjes hier. 150. Gold. Machen wir hier ruhig die 5. Nee, nicht die 68. Wo ist die 5? Da ist die 5. So. Stahlbeton haben wir ordentlich. Das ist schön, das freut mich. Pelze können wir hier nochmal 100 da lassen. Ja, das können wir nochmal rausnehmen. Pelze haben wir ja gerade sowieso genug. Deswegen packen wir jetzt hier gerade mal Schokolade rein. Und machen das mit Kanonen. Machen wir ja 300, ein paar will ich ja noch überbehalten. Bier. 500 können wir da mal ruhig rein investieren und hier Paprika brauchen wir eh nicht. Ja, komm, nur mal 800. Alles für den Kaffee. Schiff unter Beschuss. Lauf, Johnny, lauf! Flotte segelt in Formation. Dich kriege ich noch. Keine Sorge, dich kriege ich noch. In die Takelage! Gucken wir nochmal, was da rumliegt. Aber vielleicht kriege ich dich auch nicht mehr. Ich weiß, du hilfst der guten Sache. Klar. Du wirst das Schiff schon schaukeln. Flotte unterwegs. Irgendwelche Tiere hier wieder einsammeln, ja? Das kriegen wir hin. Wenn ich sie denn auch anklicken kann. So. Noch mehr Teddys. Jo. Ich kann mich nur bedanken. Oh, kein Problem. Immer wieder gern. 20.000 Öcken für so eine Blödmannsaufgabe, ne? Dieser Hafen hier drin, ey. Oh, ist schon ein bisschen kacke. Schiff unter Beschuss. Oh, nein. Geil, 15 Tonnen Paprika. Das war's, was ich haben wollte. Jetzt fing hier schon wieder Arbeit. Hey, was ist denn los mit euch? Frisch und lebendig. Wo kommen denn diese Schwank... Achso, weil hier die gerade alle an der Pest sterben. Okay, gut. Das könnte es erklären. Aber auch nur eventuell. Naja, gut. Fährt da gleich nochmal einer los. Und hier schauen wir nochmal. Wie sieht es hier mit der Zufriedenheit aus? Wir haben Fisch. Das passt alles. Seife. Oh, wir haben Seifdefizit und Bier. Bierdefizit. Das geht natürlich nicht. Wo ist denn unsere Seife? Wo wird denn die hergestellt? Hier unten. Sie sind in Ordnung. Danke. Gut. Brauchen noch mehr Schweinchen, ne? Ja. Welcome. Vater.
nicht überproduziert. Trotzdem habe ich davon so viel. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig, aber solange wir davon zu viel haben, anstatt zu wenig, bin ich damit völlig fein. Wir haben so viele Arbeiter, Mensch, das geht aber nicht, du. Dann müssen wir mal. Müssen wir mal hier ein bisschen. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ein bisschen Ordnung machen hier. So. Was ist mit euch los? Ihr habt keine Schule, ihr seid dumm. Hier. Geil, eine Fremdenführerin. Okay, das war vielleicht ein bisschen too much. So. Aber jetzt können wir den ja schon mal wegreißen. Und den hier. Können dafür den hier ein Stück nach hinten zerren. So. Hier vorne machen wir wieder unseren klassischen kleinen Bogen. Bisschen Dekoration, Kultur. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Nee, nein, nein, nein. Warum hast du es nicht jetzt abgegriffen? So. Siehet und staunetet. Warte mal, wir können doch das Ganze jetzt eigentlich hier nochmal. Schapp. Flapp. Ziehen wir uns noch einen nach hinten. So. Da, da, da. Ach so, okay, ich habe den gerade falsch rum gesehen irgendwie. Na gut. So. Kommen hier zwei Büsche hin und hier vorne kommen einfach nochmal so ein paar Sitzmöglichkeiten, dass man sich draußen nach dem Theater nochmal kulturell austauschen kann oder wie auch immer. Und hier vorne in diesem kleinen Park. Die Bäume möchte ich da nicht haben. Die würden ja quasi die ganze Sicht nehmen. Wir könnten das so machen. Oder wir. Ich bin bereit, zur Marine zu gehen. Machen wir es so. Machen wir mal ganz kurz Tag. Das ist äußerst unspektakulär, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Mensch, ihr könnt das ruhig abreißen, wenn ich sage, es ist okay. Dankeschön. Ich finde das nicht schön. Ich finde das wirklich nicht schön. Also. Pass mal auf. Ich glaube, das Ding muss weg. Und dafür kommt da hin. Ich glaube, das Ding macht sich da besser. Können wir nämlich hier auch ein paar Bäume hinsetzen, ein paar Büsche und so. Und dann ist das alles ein bisschen heimeliger.
Ja, so gefällt mir das schon besser. Die Uni. Wunschlos glücklich leiste ich die beste Arbeit. Das ist schön. Hier fällt mir gerade auf, da ist ein... Da fehlt was. Gut, dann weiter ausbauen. We build that city. So. So, hier muss dann einmal so ein kleiner Marktplatz hin. So. So ist fein. Dann kommt hier drüben einmal nochmal eine Feuerwehr mit hin. Ebenso eine Polizei. Und ein Krankenhaus. Es mangelt an Baumaterial. Das wird richtig kacke hier. Holy shit. Also für die, die da wohnen, ne? Das ist ja... gestern nicht so gut gelaufen, würden manche sagen. Hier drin habe ich es ein bisschen übertrieben mit den Straßen. Ich will mal vorschlagen, wir können mal das hier alles mal ein bisschen anders machen. So. Gut, dann haben wir erstmal wieder genügend Bauern und alles. Und nach dem großen Update hier können wir nochmal gucken, was fehlt denn jetzt? Wir haben Fisch und alles. Das hier haben wir jetzt in völligster Überproduktion. Das heißt, wir können wieder hier das mal rausnehmen. Hoppala. So, wir haben das in Überproduktion. Wir können, wir brauchen noch ein bisschen mehr Wurst. Brot passt gerade noch, Seife passt, Bier passt nicht. Konserven und Nähmaschinen haben wir sowieso nicht. Rum... passt auch nicht mehr, da müssen wir nochmal nachproduzieren und genau, jetzt können wir hiervon auch von den Pelzen. Ich nutze die Zeit, es juckte mir schon in den Fingern. Dass wir da nochmal ein bisschen mehr hinsetzen. Gut. Denke, werde ich irgendwann wütend. Kenn ich. Also wenn ich mal nachdenke, ja? Die dreimal, die das ungefähr in der Woche passiert,
Dann werde ich auch immer wütend. Okay. Folgendes. Alles bereit. Schiffchen. Du schnappst dir erstmal die weiße Flagge. Sehr schön. Dann schnappst du dir außerdem 200 Tonnen Stahlbeton. Bereit für den Einsatz. Und du schnappst dir Kanonen. Brauchen wir noch was? Holz. Steuermann. Alles bereit. So, und du fährst einmal straight. Stimmt, so eine Kneipe brauchen die ja hier noch, ne? So. So ein paar Bäumchen hier in der Stadt. Ist ja nochmal was Feines. So. Dann hier noch so eine kleine alte Tränke. Bisschen was für die Bildung der Bevölkerung tun, ja. So, dann brauchen wir hier aber auf jeden Fall noch ein paar Holz. Na, wo die Leute hier Holz knüppeln können. Da zum Beispiel. Dann natürlich hier noch so eine geile Schaukel. Und Wäschelein. Ich bin großer Freund von Wäschelein. Darauf wollen sie sich jetzt also spezialisieren. Ja, unter anderem. Dieses und noch anderes. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Schon wieder. Der kommt mal weg. Und dafür machen wir mal hier. Ja, was machen wir mal? Haben wir hier noch? Hier haben wir noch. Zack. Wäsche. Die Brücke. Kommen hier noch ein paar Bäume hin. Kann man hier nochmal ein paar Äpfel wegsnacken. Machen wir das hier mal ordentlich. So. Zack. Zack. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Nein. Ach! 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 Geil. Ey, Mensch, cool. Er hat hier zum Gegenschlag ausgeholt, der Gute. Also seitdem Margaret hier ihre Hauptinsel verloren hat, ist sie irgendwie gar nicht mehr so happy, habe ich das Gefühl. Die ist ganz schön am Abscheißen. Was ja an sich auch so geplant war. Schön. Okay, machen wir mal wieder langsam. Bereit für den Einsatz. Achso, stimmt, die habe ich ja hier vorne hingeschickt. Ich habe mich gerade gewundert, warum die noch nicht da sind. Auf Ihren Befehl. Bap, 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 bap. Bap, 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 bap.
Fenster. Mir fehlen Fenster. Gut, das baue ich jetzt mal nicht. Hi. Ja, gut, dann viel Spaß. Dann knetert er mal hier wieder hoch. Ich glaube, eins wird nicht ankommen, weil es keine weiße Flagge hat. Aber ist mir egal. So, meine Freunde. Was kann ich euch hier Gutes empfangen? Haben wir hier eigentlich noch genügend Pelze? Ja, passt. Folgendes. Export, Importe. Na, das haben wir ja fast. Sehr schön. Können wir das hier mal rausnehmen? Das können wir rausnehmen. Das können wir rausnehmen. Das können wir rausnehmen. Boah, das lassen wir nochmal. Wie viel brauchen wir noch? 670. 2, 3, 4, 500. 600. Also ein bisschen was bräuchten wir schon noch. Dafür haben wir die Konserven. Machen wir mal hier saubere Zahlen, damit lässt sich es besser rechnen. Also, ne, die müssen auch raus. Scheiße. Können wir Stahlträger reinpacken. Haben wir 100. 150. Ach ne, die müssen auch raus. Mist. Steine. Machen wir 150. Das kriegen wir hin. 100. 2, 3, 4, 450, 550. Haben wir jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 550 haben wir. Und was haben wir gebraucht? 670. 550. Baller, machen wir hier mal die 20 hin. Dann sind wir bei 570 und dann machst du hier nochmal 100. Nicht 10, sondern 100. Nein, nicht 0, sondern 100. Und dann müssten wir es mit dem nächsten Transport eigentlich erledigt haben, ne? 600 plus 7, plus 70. Dürfte passen. 2, 3, 4, 5, 570, 670. Müsste passen. Ach, die Bananen, deswegen hat er gesagt, hier, darauf wollte er euch spezialisieren. Geil. Oh, ich habe ja eine knappe Mille. Okay. Schiff unter Beschuss. Ja, wie gesagt, das wird es nicht schaffen. Ein Schiff wurde zerstört. Als hätten wir nicht genug Probleme. Nee, haben wir auch nicht. Haben wir wirklich nicht. Wir müssen uns noch ein paar mehr Probleme machen. Ach, der kostet noch keinen Einfluss. Aber der kostet normalerweise auch Einfluss, der Pendlerkai. Und das gar nicht mal so wenig. Sind unterwegs. Ich fühle mich geehrt. Ach, weil ich hier ein Fest habe, deswegen sind die alle. Ja, sind mit Rum und Schnaps und Sekt versorgt und alles. Obwohl das eigentlich gar nicht so reinballern dürfte. Na gut, wir kümmern uns mal um. Sich der gerechten Sache an. Nähmaschinen. Die wir eigentlich nur aufbauen müssten hier. Aber ich habe keine Fenster. Immer wiederkehrende Probleme hier. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Schön, dich zu sehen, Onkel. Ja, gut. Das läuft. Irgendwann kommt sicher der Tag, an dem man zum ersten Mal von der Küste aufs Meer blickt und sich lieber dem Festland zuwendet. Aber so eine Küste habe ich noch nicht gefunden. Das ist schön. Freut mich für dich.
So. Ja, es nimmt ja so langsam alles seine Form an. So, Nähmaschinen. Dürften ja gleich gebaut werden können, sobald das Schiff hier angekommen ist. Und ich glaube, wir können hier definitiv nochmal ein zweites Lagerhaus hinbauen. Erwarten neue Horizonte. Jo. Ruder übernehmen. Was brauchst du denn? 20 Tonnen Holz, das ist es, was mir jetzt fehlt. Danke. Oh Mann. 20 Tonnen Holz. Danke, dass mir das jetzt nochmal fehlen darf. Stimmt, wie mache ich das eigentlich mit dem Zoo und Co.? Das passt ja hier gar nicht mehr so richtig auf die Insel drauf, ne? Also hier oben könnte ich eins von denen hinbauen. Zoo, botanischer Garten oder Museum. Hier unten könnte ich vielleicht noch eine Insel... Oh, nein, nein. Oh, eine Inspektion. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Da rüpeln die jetzt hier echt los? Ist das euer Ernst? Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ich habe hier keine Steine, um das zu verhindern. Auf Stonehenge, der Insel der Steine. Naja, warte mal. Liefert er hier nochmal ein paar Steine ab und dann haben wir es gleich. So. Das Lager ist voll. Das Lager ist voll! So, jetzt nicht mehr. Flupp und schon ist der Laden hier überfüllt. Sie passen nicht recht zu meiner Vorstellung. Das ist natürlich bedauerlich. Hier ist auch noch alles tutti. Achso, Rum wollten wir. Wenn wir schon mal hier sind, da können wir doch ein bisschen den Rum verbessern. Produktion des Rums. Was kann ich für dich tun? Für mich kannst du eigentlich nicht viel tun. Frage ist vielmehr, was ich für dich tun kann. Okay, also ein noch. Die Straßen sind wieder sicher. Sehr schön. Mir fehlen ein paar Arbeitskräfte, stelle ich fest. So. Ein letzter Blick. Na, ja, dann zeig ich mal her. Kann man so lassen. Sehr schön. Wir machen Plus, obwohl wir nicht lektioniert haben. Perfekt. Das ist es, was ich sehen möchte. Das möchte ich nicht sehen hier. Das war ein bisschen Fail. Zap, zap.
Wenn ich es selber machen könnte, würde ich nicht fragen. Sissiasse, dieses Wetterboss. Ich schwöre, ich habe noch nie so ein Verhalten bei Tieren erlebt. Los Krokodilos zum Beispiel kommen in die Stadt immer näher. Da muss etwas getan werden, bevor noch ein Kind zu Schaden kommt. Ich bitte nur ungern um mehr. Du warst immer gut zu uns, Chefe. Dann lasst uns die Krokodilos finden. Wie viel brauchen wir denn? Fünfer. Ist ja auch gerade Nacht, ne? Ist auch ein bisschen taktisch doof. Guck mal, siehst du gleich viel besser. Es ist sehr, sehr gut gemacht. See you later, Alligator. Zucker, sehr schön. Das Gefühl, wir haben Ach, weil ich hier das Fest habe, deswegen brauche ich keinen Schnaps. Was ist los mit den Leuten? Warum brauche ich keinen Schnaps? Wirklich am Herzen, oder? Ich brauche Fleisch. Schiff unter Beschuss. Oh Gott. Okay, folgendes. Wir brauchen mehr Wurst. Wir brauchen aber auch nur so lange Wurst. Bis wir Ingenieure haben hier auf der Insel. Ist aber erstmal lang genug, um die Produktion trotzdem zu erhöhen. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ich hoffe, ich kann etwas bewegen. Nein, kannst du nicht. Gucken wir gleich nochmal nach. Gut. Schaut doch alles soweit sehr, sehr nice aus. Okay, pass mal auf. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen was Dekoratives. Dekoration, Kultur hier. Zack, da gehen wir mal hier hin. Da brauche ich einen Touristenhafen. Ach, drauf geschissen. Dann bauen wir jetzt hier halt einen Touristenhafen hin. Genauso wie letzte Saison. Bam. Kostet ja nur 800, aber ich dachte, der kostet viel mehr. Extrablatt, Anno-Chroniken, Touristenströmen in die Stadt. Die Eröffnung des neuen Touristenhafens hat Horden schaulustiger Touristen angelockt, die in die Stadt strömen und die besten Hotels, Speisen und allerlei Bequemlichkeit fordern. Das Register eines der Kreuzfahrtschiffe listet über 60 verschiedene Nationalitäten an Bord. Cool. Sehen Sie nur. Von weiter oben aus betrachtet sieht das alles wie eine riesige Spielzeugstadt aus. Wir Touristen sind sehr anspruchsvoll. Ich helfe Ihnen gerne dabei, unsere Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen. Ja, das machen wir jetzt mal nicht. Nee, das machen wir auch nicht. Ja, wir hätten noch einmal so eine schöne Infotafel hier, das macht sich gut. Kleiner Spielplatz, großer Teich. Nee, ich möchte gerne irgendwas haben, was hier auch stilistisch ein bisschen in die Ecke passt. So ein Trecker-Erfindung. Ich will es jetzt hier aber auch nicht komplett zukleistern, ne? Also, Kultur. Äh,
sowas in diesem Format, hatte ich mir vorgestellt. Kommt da ein Stadtplan hin? Okay, das sieht dumm aus. So. Was ist denn hier eigentlich los? Kann man mal hier ein bisschen mehr Steinstraße. Kann man ja schon mal verlangen. Stadtplan mit Schutzdach. So, und rechts dann links daneben kommen jetzt ein paar geile Bäumchen. Und... ist das nicht hier dabei? Da. Dann einmal wieder zurück. Ja, ich würde sagen, das ist akzeptabel. Bisschen Stilbruch, aber ist okay. Kann ich mich mit arrangieren. Interessant, wir haben sie hier Werbung dran geklebt. Das Bajonett auf der Kommode zu sehen, war ein richtiger Schock. Warte mal. Das müssen wir uns mal aus allernächsten Nähe ansehen. City Beach. Krieg. Es steht in allen Zeitungen. Das Rathaus. Schön, schön. Cross the Ocean. Urim Ipsum. Dolor Sit Am. Gerade, wie hieß denn das? Dieser random generierte Text, wo man nicht erkennt, dass, also auf Anhieb erkennt, dass es ein generierter Text ist, aber so Ansammlung von Buchstaben. Ich glaube, irgendwas mit Ipsum war das. Ich glaube, Lorem Ipsum? Orem Ipsum? War das Orem Ipsum? Ich weiß es nicht. Gab es auf jeden Fall irgendwas in der Richtung. Hier haben wir unsere geilen Anoholic. Werbekasten. Oh, und oh, wenn man da drunter guckt. Das sieht nicht gut aus. Eieiei. Ich habe das Gefühl, der malt da aber eine gänzlich andere Person. Oh mein Gott, es verschwindet. Oh mein Gott, diese Details. Halt die Fresse. Als ob der da drauf malt und langsam ein Porträt erscheint. Und es dann irgendwann einfach wieder verschwindet. Was ist das denn? Warum? Okay, gut, jetzt ist er weg. Jetzt ist das Gemälde theoretisch fertig. Aber... ey, Leute. Übertreibt's halt mit Details. Hier ist eine 30er-Zone, du Spast. Naja. So, folgendes. Wir gehen mal wieder hier raus. Machen einmal Tagesanbruch. Und dann gehen wir hier wieder rein. Ich möchte nämlich mal ein Stadtbild machen, quasi. Das schaut schon nice aus. Schaut schon nice aus. Achso, okay. Wie soll man denn da hochkommen? Aber da hat jemand mitgedacht. Muss man auch sagen, ist schon ganz schön heftig, ne? Dieser Unterhöhenunterschied von hier, wo es so vielleicht, ja, ein Meter bis hier unten, wo es halt gefühlt 3 Meter sind. Ist schon ordentlich Gefälle hier dabei, oder? Muss man mal so sagen. So, aber ich wollte einen Screenshot machen. Machen wir mal hier...
Stratzen wir mal hier hoch. Einmal leicht drain. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Nee, gerade nicht, danke. Erstellt. Bild erstellt. Achso, ja, stimmt. Und hier drüben war ja der Aufstand vorbei, ne? Können wir ja mal die Polizei wieder preisen. Passt ja nicht so ganz hin. Und dafür gibt es. Schiff unter Beschuss. Ein paar neue Bäumchen. So, Schiff unter Beschuss. Was ist hier los? Piraten, weiß nicht, schauen wir nicht, was sie tun sollen. Aber ich habe eine Idee. Und zwar machen wir mal Frieden. Du findest, das war ein Sturm? Das war. Komm her, du kriegst auch mal einen Waffenstillstand angeboten. Ich habe Frau und Kind. Ich will nicht beschwichtigen. Gut, dann halt nicht. Also Geld brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Wäre eigentlich ganz geil für die Items, die man bekommen kann, wenn man die versenkt. Dafür wäre es auf jeden Fall angebracht. Ach hey. Sehr schön. Wir haben Strom. Das machen wir hier nochmal. Das ist, also, das ist ja Quatsch, das brauchen wir nicht. Irgendwann fehlt mir genau diese eine Reichweite. Ach. Natürlich. Hä, warum ist jetzt der scheiß Zug weg? Lass mich verarschen. Silös. Oh, mir fehlen hier ein paar von den High-Quality-Menschen. Oh. Stimmt, die laufen jetzt hier mit. Ach, die laufen jetzt gar nicht. Auch gut. Zieht die Bremse. Wenn die Strom haben, dann gehen die ja gleich völlig steil. Stimmt, da war ja was. So, weg mit die Arbeiters. Trinken wir einen über den Durst. Jawohl. So, die will ich ja auf jeden Fall noch verbessern. Ein Tropfen. Auf den heißen Stein. Hier, yeah, you can do it. Ja, guck mal. Und damit kann der Scheiß hier weg. Auf Nimmerwiedersehen. Das kann weg. Da kann die Wand jetzt zugemacht werden. Ah, toll, danke für nix. Gut. In der nächsten Folge können wir uns hier mal um die Deko kümmern. Oh, da hätte ich schon Lust zu. Also entweder um die Deko oder um hier Deko oder um allgemein Deko. Ich bin so ein Freund von Deko. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schon mal zwischen den Zeilen so ein bisschen rausgekommen ist. So. Hier die Schule können wir auch schon mal aufbauen. Und, bevor ich das vergesse, das machen wir auf jeden Fall. Hier muss ein Spielplatz hin. Spielplatz. Spielplatz. Sieht aber anders aus als die anderen. Naja, gut. Spielplatz. Aber nicht hinter der Kirche. Hinter der Kirche ist doof. Yeah, I feel it. Yeah. Gibt's hier noch eine Telefonzelle? Naja gut, eine Uhr macht jetzt weniger Sinn. Also macht schon Sinn, die Kinder können bestimmt lesen. Aber ich denke, es gibt andere Sachen, die mehr Sinn machen. Hier so eine geile Pizzeria direkt neben der Schule. Alter, das ist eine Marktlücke. Holy shit. So.
Dann haben die Eltern, die halt gerade da sitzen, auch was zu tun hier. Weißt wie? Bitte, bitte, bitte. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier halt, nee, nicht Hafen. Hier auf zweite Seite. Und die Hütten hier. Ruhig ein bisschen kreuz und quer sein hier. Dann einmal hier. Nee, rot machen wir gelben. Und deswegen muss hier trotzdem noch irgendwie so ein sowas in der Art hin. Da-dam, 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 da-dam. Dekorier, gerader Zaun ist halt, glaube ich, sogar ein bisschen schicker. Na, gucken wir mal. Naja, ich weiß nicht. Dann können wir hier auf jeden Fall hinsetzen. Und warte mal, dann kommt das hier mal weg. Und das kommt dahin. Ah! Now we're talking. Ja, okay. So ein kleiner Spielplatz. Finde ich gut. Finde ich gut. Und in diesem Sinne... Auf diesem Spielplatz. So. Mit diesem Blick auf diesen Spielplatz würde ich sagen, beende ich die Folge für heute und ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.